Der Knochensplitterpalast, Band 2, Der Kaiser von Kristen Stewart, ist eine interessante Fortsetzung dahingehend, dass es zwar viele Dinge besser macht als der erste Teil, aber es fühlt sich halt vor allem wie so ein Zwischenschritt zum Finale an. In diesem Video möchte ich vorstellen, worum es in dem neuen Buch geht und ein wenig meine Gedanken dazu abgeben. Spoilerwarnung für den ersten Band, für diesen hier nicht, außer die Grundprämisse. Herzlich willkommen zu meiner Review und damit los. Der letzte Band hat mit einem Haufen Bängern geendet, das heißt, jeder unserer Hauptfiguren findet sich jetzt in einer völlig neuen Situation wieder. Wir haben Lynn, die sich selbst zur Kaiserin ernannt hat und jetzt versucht, es irgendwie besser als ihr eigener Vater zu machen. Dann haben wir noch Chovis, der sich irgendwie in ihren Palast mit reingeschlichen hat und jetzt auf einmal, ohne dass er es wirklich wollte, zum Hauptmann der Wache geworden ist. Gleichzeitig ist er immer noch im Konflikt damit, dass er sie eigentlich ausspioniert, Lynn, die ganze Zeit. Das bedeutet, er hat so ein wenig mit seinen Loyalitäten zu kämpfen. Auf einer anderen Insel haben wir Faloy und Ranami, die ebenfalls den Gouverneur abgesetzt haben und jetzt versuchen, das alles irgendwie klarzukommen. Sie haben die ganze Zeit eine Bedrohung mit den Splitterlosen. Und gleichzeitig haben wir dann noch den Charakter Nisong, die von der Insel Myla aufgewacht ist und mit ihren Freunden, den anderen Konstrukten jetzt versucht, irgendwie ihren Platz in der Welt zu finden. Das ist so das Grundkonstrukt, wie es am Ende von Band 1 gezeigt wird und genauso geht es jetzt in Band 2 weiter. Wir haben vor allem Fokus darauf, dass jede der Figuren versucht, sich irgendwie mit ihrer neuen Rolle zurechtzufinden. Lynn und Faloe vor allem in ihrer Rolle als Herrscher, das heißt, sie versuchen aus den Schatten ihrer Väter zu treten und sie versuchen auch die neuen Gefahren in dieser Welt mit diesen Gefahren klarzukommen. Wir haben zum einen halt die Splitterlosen, die versuchen die Monarchie umzuwerfen und eine Demokratie einzuberufen und dann ist überall diese untergründige Bedrohung von den Alanga, diese Halbgötter, die früher immer existiert haben, die jetzt anscheinend zurückkommen. Und in all dieses Gewirr spielt jetzt noch Nisong herein, die auf sehr blutige Weise versucht, ihren Platz zu festigen. Das bedeutet, sie spielt in diesem Buch vor allem die Antagonistenrolle, um die sich die anderen Figuren sorgen müssen. Was bedeutet, dass all diese Handlungen, die vor allem im ersten Band sehr unabhängig voneinander gespielt haben, jetzt komplett zusammenkommen. Und das meine ich halt wirklich so, die meisten Hauptfiguren, die bisher eingeführt wurden, treffen sich an irgendeiner Stelle und die Beziehungen, die schon vorher entstanden sind, das heißt Chovis und die Splitterlosen, das Angedeutete zwischen Nisong und Lynn, die Dinger werden auch noch mal wieder gefestigt und spielen auch rein. Kurz gesagt, in diesem Buch kommt einfach alles zusammen, was in Band 1 separat dargestellt wurde. Und damit würde ich gleich mal zur Review kommen. Was die Handlung angeht, sie ist langsam. Es ist nicht so, dass nichts passiert, aber für mich hat es sich so angefühlt, das fühlte sich nicht wie ein über 600 Seiten Buch an, als ich damit fertig war. Vor allem der Anfang und die Mitte waren sehr ruhig, wir haben sehr viel Aufbau bekommen und darin ist das Buch verdammt gut im Aufbau. Es hat sich wirklich so angefühlt, dass von Anfang an auf eine bestimmte Sache hingebaut wurde. Und das dann im Finale vom zweiten Buch zu sehen, hat dann halt richtig reingeholt, weil das Finale funktioniert hat. Wir haben halt zum einen Nisong, die halt als Antagonistin aufgebaut wurde, was für dieses Buch als Antagonistin aufgebaut wurde, was dahingehend halt so gut funktioniert. Antagonisten sind nun mal dann am besten, wenn man ihnen den gleichen Fokus wie den Protagonisten gibt. Und vor allem bei Nisong kann man es halt nicht wirklich unterscheiden, ob sie nicht teilweise auch einfach eine Protagonistin ist, die jetzt auf einer anderen Seite steht. Deswegen fand ich den Konflikt halt auch mit am spannendsten gemacht, weil man wirklich beide Seiten beleuchtet hat. Eine Sache, die mir im ersten Band noch so ein wenig gefehlt hat, war, dass ich mir so gewünscht hätte, es wäre toller, wenn sich die einzelnen Figuren endlich mal treffen, weil das so eine Sache ist, die mir persönlich immer so Spaß macht und dieses Buch hat halt genau das geschafft. Wenn sich irgendwelche Figuren, die vorher noch nie Kontakt miteinander hatten, auf einmal treffen, ist das halt der absolute Hammer, weil es wurden halt Gründe gegeben, warum es spannend ist. Zum Beispiel Faloe und Lynn, die sich halt in so vielen Dingen spiegeln und daraus wird halt was gemacht, wo sie sich treffen. Der erste Band hatte auch einen extremen Fokus auf Mysterien, vor allem Lynns Handlungsstrang, da wir dort ein wenig alles über ihren Vater herausgefunden haben, das Ganze mit den Konstrukten und es gab so viele geile Twists. Das war auch dieser eine Strang, war auch der Grund, warum ich im ersten Band 5 Sterne gegeben habe. Und dieser Buch geht ein wenig anders an die Sache heran. Es gibt immer noch einen Haufen Mysterien, die sind aber nicht so auf eine Handlung halt beschränkt, sondern die
Reisen reichen eher über das gesamte Buch hinweg. Das heißt, Dinge wie Dialanga, was in der Vergangenheit passiert ist, diese Tiere wie Mephi zum Beispiel. Es gibt halt so einen Haufen Mysterien und dahingehend ist es halt, finde ich, am interessantesten, der Leser ist in diesem Buch am schlauesten. Das muss man einfach sagen. Aus jedem Handlungsstrang bekommen wir so kleine Informationsschnipsel und der Leser hat immer mehr Informationen als die Figuren, weil es halt durch alle Figuren bei uns reinkommt. Was bedeutet, dass viele der Mysterien für den Leser, würde ich es auch sagen, einfacher zu lösen sind als für die Hauptfiguren. Aber gleichzeitig ist es so, es ist nicht einfach. Am Ende haben wir einen Haufen Twists, die alle irgendwie teilweise aufgebaut wurden und da bin ich so ein wenig zwiespältig. So zum einen diesen letzten großen Twist hatte ich so das Gefühl, ja gut, den habe ich nach der Hälfte des Buches schon erraten, aber dann kam so ein Ding, wo ich mir dachte, da wollte die Autorin sicher, dass man sich schon zusammenreimen konnte, aber überhaupt nichts. Und dann kam halt noch so eine Twist, die kam komplett aus dem Nichts. Und die haben mich dementsprechend natürlich auch weggehauen. Das heißt, ich würde behaupten, jeder Leser wird vielleicht so ein, zwei Dinge schon rausbekommen, aber es wird Dinge geben, an die werdet ihr gar nicht gedacht haben und die werden euch, denke ich mal, vom Hocker hauen. Bei mir war es jedenfalls so. Das heißt, das Ende dementsprechend war halt, es kam halt wirklich alles zusammen und so viele Dinge kamen auf einmal auf einen reingeprasselt. Dieser Aufbau, den das Buch so gut gemacht hat, den spürt man halt vor allem am Ende. Gleichzeitig hatte ich so bei einer Szene beim Ende so das Gefühl, das ergibt jetzt keinen Sinn. Da waren auf einmal so die Zeitlinien ein wenig komplett verwirrt. Da dachte ich mir so, okay, da war ja anscheinend selbst zu viel für die Autorin, dass sie da einen kleinen Fehler eingebaut hat. Aber da gab es halt einfach so viele geile Dinge, die das so eine Kleinigkeiten einfach weggemacht haben. Was den dritten Teil angeht, habe ich so eine kleine Sorge jetzt am Ende des zweiten Teils. Es ist jetzt kein Kritikpunkt, weil ich natürlich nicht weiß, wie es gelöst wird, aber für den dritten Teil sind jetzt noch mehr Handlungsstränge offen als für den zweiten Teil. Und ich mache mir ein wenig Sorgen, dass das zu viel ist, um in einem einzigen Buch zu lösen, ganz einfach, weil der zweite Teil halt nichts abgeschlossen hat. Er hat halt eher noch mehr neu aufgemacht, deswegen. Ich bin gespannt, wie es beim dritten Teil wird. Ich habe mittlerweile Vertrauen. Der zweite Teil hat bewiesen, dass es auch echt, dass man da Vertrauen haben kann. Deswegen ist eine kleine Sorge, ich wollte sie nur mal erwähnen, ab zu den Charakteren. Die Charaktere werden vor allem weiterentwickelt. Wie gesagt, alle sind in neuen Positionen und damit müssen halt alle irgendwie umgehen. Lin halt hat ihren zentralen Konflikt mit diesem Ganzen, dass sie eine gute Kaiserin werden will, anders als ihr Vater. Und diese ganze Sache zwischen ihr und ihrem Vater ist halt extrem wichtig in diesem Buch. Und das liebe ich halt so an diesem Ding. Wirklich jede Figur hat ihren eigenen Arc. Man kann wirklich genau sagen, okay, diese Figur entwickelt sich dahin, diese Figur dahin, diese Figur dahin. Es fühlt sich extrem durchgeplant an und man merkt einfach, dass da meiner Meinung nach Arbeit dahinter steckt in der Planung von diesem Buch. Ich glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Kristen Stewart das geschrieben hat. Vielleicht ist sie auch hier ein kompletter Discovery-Writer. Dann wäre es sehr beeindruckend, aber es fühlt sich einfach so an, als hätte sie das Buch von Anfang an wirklich durchgeplant. Wenn ich einen Kritikpunkt an Sachen Charakteren haben würde, dann für mich war es ein wenig zu viel Melodrama. Keine Ahnung, so dieses Ganze mit Beziehungsdrama hin und her. Es war extrem frustrierend, das teilweise zu lesen, aber ich muss zugute halten, es fühlte sich so an, als sollte es auch frustrierend sein. Das heißt, es war so geschrieben, dass man sich denkt, euer Ernst, redet miteinander. Dementsprechend nimmt auch das Thema Romantik eine etwas größere Rolle ein als im ersten Teil. Im ersten Teil war es ja eigentlich nur zwischen Falue und Ranami, dass die beiden sich wenig durchkämpfen. Und in diesem Band ist es so in gleich zwei Handlungssträngen so. Es hat mich persönlich jetzt nicht gestört. Ich bin jetzt keiner, der ein Problem mit Romantik hat. Aber wenn es dann so wirklich in diese melodramatische Richtung gerückt ist, dann war es dann wenig anstrengend, aber ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm. Es hat ein wenig gestört, aber es war jetzt kein Buchbrecher oder so, nicht mal ansatzweise. Dafür waren die einzelnen Charakter-Arcs einfach viel zu gut. Die einzige Figur, wo ich persönlich sagen musste, da hat mir jetzt nie gef da die fand ich jetzt nicht sonderlich interessant, war Ragan und
Zu ihm kann ich überhaupt nichts sagen, weil er im ersten Band noch nicht mal vorkam und vor allem ich wegen ihn, wegen seinem Ende nicht mag. Ich weiß nicht, das hat nicht mal so einen wirklich durchdachten Grund. Das ist einfach nur so, ich fand so, wie mit ihm am Ende umgegangen wurde, einfach, na, war jetzt nichts sonderlich Interessantes dabei. Keine Ahnung. Die Welt wird jetzt nur zwangsweise ausgebaut, halt vor allem durch diese Mysterien, dass wir jetzt sehr stark in Richtung Vergangenheit gehen mit den Alanga und so. Gleichzeitig bekommen wir viel mehr über dieses Konzept von Mephi und Lins Tier, Trana ein wenig mehr, dass wir da alles ein wenig ausführlicher haben. Und vor allem am Ende werden halt so viele Aspekte dieses Worldbuildings vernetzt, dass finde ich persönlich unglaublich faszinierend ist, wie das dann am Ende so alles zusammenklickt. Man bemerkt, oh, okay, so ging das. Und das fand ich einfach super. Also ja, zum Abschluss, ich kann nichts wirklich Schlechtes über das Buch sagen. Ich fand es echt gut. Mir fehlt jetzt so ein wenig dieses Wow, was der erste Band mit der Lin-Handlung hatte. Deswegen würde ich jetzt auch keine 5 Sterne geben, aber das ist super 4 Sterne. Ich muss sagen, mir gefällt die Reihe jetzt noch mal ein wenig besser als beim ersten Teil, ganz einfach, weil es fühlt sich halt so an, als wäre wirklich alles so verbunden und diese Trilogie könnte halt einen echt geilen Abschluss haben. Wie gesagt, kleine Sorge mit zu vielen Handlungssträngen, aber ich habe das Gefühl, das könnte schon was werden. Das klingt gerade ziemlich widersprüchlich, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe eine kleine Sorge, aber ich habe Vertrauen. Falls ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Oder habt ihr überhaupt noch vor, es zu lesen? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und für weitere Buchreviews einfach den Kanal abonnieren. Danke fürs Zusehen und ciao!